Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Volcanoid. Ja. Geil, oder? Nee, da. Guckt. Coole Funktion. Habe ich mein Turret Ammo Low, Produce More Ammo, habe ich mein Logo hochgeladen. Ja, kann ich mit meinem Logo rumfahren. Mega nice, Alter, Leute. Wirklich. So, Turret Ammo. Turret Ammo ist einmal, was habe ich denn für Turret? So. Zwischen der letzten Folge und diesen hier, eigentlich wollte ich das im Durchgehen machen. Haben wir. Wir haben tatsächlich keine Ammo mehr. Haben wir. Ja, wir sind gut, haben gut Progress gemacht. Ich muss jetzt ein bisschen reinfinden. Das seht es mir nach. Wir brauchen die hier. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. 2K. Das machen wir nochmal. 5, 5. Genau. So, dann sollten wir eigentlich genug haben. Erstmal vorübergehend. Genau. 3K, wunderbar. Wir haben alles ausreichend da. 246, ich weiß jetzt nicht, ob das viel oder wenig ist. Alles gut. Ja, herzlich willkommen. Ja, habe ich schon gesagt. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen. So, in der letzten Folge habe ich gesagt, dass wir in ein Low-Level-Gebiet fahren, bin ich. Und unser Schiff krass machen. Machen wir. Wir machen unser Schiff jetzt krass. Ja. Und ja. Punkt. Aus Ende im Gelände. Wir machen uns krass, wir machen das Schiff krass, wir bauen hier die fetten, mega geilen Hypertürme und ja, das ist das Ziel. Wir sollen jetzt aber noch so ein Ding machen hier. Da. Ein Aviable. So. Gut. Dann machen wir das. Und dann gucken wir mal, was wir noch questen. Ansonsten habe ich hier meine Mortargeschütztürme, auf jeden Fall zwei Stück. So, da hinten, den haben sie rausgesprengt, ja. Hier haben sie beide rausgesprengt, die Schlinge, ich sag's euch. Weg mit die Viecher. Click on the research button. Produce Schematic Advanced Research. Naja. Ah, so, und zwar. Das hier. Gut. Gut. Der hummelt jetzt rum. Wir producen das und dann müssen wir die anderen noch producen. Dabei müssen wir gucken, ob wir nicht schon die krassen Türme bauen können. Das Spiel ist im Early Access, glaube ich, zu wissen. Und noch eine wichtige Geschichte ist. Und zwar müssen hier Panzer und Drohnen und was nicht alles noch kommen. Alter Schwede. Also so kommen schon heftige Dinge auf uns zu. Und ja. Ich bin und bleibe gespannt. So, wir brauchen jetzt aber demnächst heftig geile Maschinen. Da bin ich gespannt, was wir da so haben. Was können wir eigentlich wegwerfen? Black Powder. Können wir die wegwerfen? Können wir die? Nee, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. So, Copper Ingot haben wir hier, einen Haufen Kram, Crystal. Die Köpfe können wir für Kristall, aber das wollen wir alles gar nicht.
Iron haben wir auch die Köpfe, das wollen wir aber nicht. Sulfur Powder. Sulfur Powder, können wir die hier? Machen wir doch glatt. So. Können wir noch wegschmeißen? Ich will jetzt hier erstmal nicht. So, und die wollen wir haben. Titanium, was ist das? Drillship, wie heißt das Ding? Sniper Turret Modul und Gatling Turret, ja. Denn lieber Sniper. Ne? So, ja, Produce Tier 3 Research. Achso, wir gucken mal, ob wir das Modul jetzt produzieren können. Müsste ja hier sein, unter Module, unter ist da. Genau, das läuft auch einfach irgendwie los. Wir hatten wohl genug. Und dann bauen wir das Modul schön ein. Hier so, Mortar. Wir haben das Modul noch nicht dabei. Aber wir müssen ja erstmal unser Schiff krass machen. Ja, und vor allem, wir müssen erstmal da hinten, möchte ich sagen, provisorisch. Wir haben ja hier, glaube ich, noch Shotgun Turrets. Dass wir erstmal die Lücken füllen. Genau. Erstmal die Lücken füllen. So. Dann reparieren wir das da vorne noch. Zack. Und zack. So, die nehmen wir weg. Und wir brauchen Module Repair Kits eigentlich nicht. Wir brauchen die erstmal zurück. Die zurück. Die brauchen wir tatsächlich. Um die Wände zu reparieren. Dann machen wir das doch. Zack und zack. Gut. Haben wir. Check. Haben wir denn erstmal wieder Verteidigung. Und ja. Wir müssen jetzt warten. Pickup. Achso. Home Storage. Ja, ist also fertig. Das Ding. Zack. Und dann sollen wir den vermutlich irgendwo einbauen. Wie groß bist du? Also 3, wie ich mir dachte. So. Gucken wir uns erstmal an von außen das Teil. Ist schon ein gewaltiges Ding, ne? Naja, wenn es uns weiterbringt. Und es bringt uns weiter. So, nochmal Soundcheck. Ja, passt eigentlich alles soweit. So, Accept Quest. So, Find Transmission. Und make until die 3. So, den haben wir schon. Die 3, den haben wir nicht. Warum können wir. Hä? Warum haben wir denn den T3-Kram nicht? Oder muss ich das hier freischalten? Ah ja. Hier, wir brauchen natürlich das, das und das. Soweit ich das mitgekriegt habe. Ja. Den haben wir. Ne, wir haben den. Den haben wir. Und jetzt machen wir den und den. Ist es korrekt? Genau, den haben wir. Wir müssen hier aber den Drillship Core, müssen wir noch Gas geben. Ja, wir müssen den auch noch auf Tier 3 bringen. Drillship Core, kann ich den bauen? Ach so, die Geschichte.
Jetzt guckt euch das an. Wenn wir hochklappen, da ist nämlich auch überall das Symbol drauf. Ist das geil, oder was? I love it, Leute. I love it. Prost! Ja, das wird eine ruhige Folge. Leute, Entspannung, immer Entspannung. Entspannung. Oh. Ich habe immer noch Urlaub. Aber bin jetzt quasi at home und kann mich um solche Dinge kümmern. So, wir könnten Transmissions so lange finden. Werden wir hier in Copper Valley sicherlich nicht finden. Aber ich weiß ungefähr, wo wir hin müssen. Wir müssen natürlich ins Tier 3 Gebiet. Müssen wir hier hoch. Da, wo der Goldene ist. Aber ich bin hier extra ins Low Tier Gebiet gefahren, damit ich halt dementsprechend nicht so viel Stress habe, wenn ich hochgehe, weil mit unserem Schiff da ist schon schlecht. Bin schon fahr auf jeden Weg. Kleiner Schlingel. So, und jetzt sind wir schon wieder im Tier 3 Gebiet. So, da habt ihr gesehen, wie abgetaucht ist. Und wir haben hier das goldene Schiff. Oh Mann, es ist laut. Ja, besser, ne? Und hier versuchen wir jetzt erstmal das Ding, ich weiß auch ungefähr, wie es aussieht, zu finden. Im eingegrabenen Zustand. Aber mit unserem Schiff haben wir hier im Tier-3-Gebiet noch nicht viel zu melden, weil uns einfach die Bewaffnung dafür fehlt. Ja, das ist leider so. Destroyed Tier-3-Modul, hier Transmission. Da war diese eine Transmission, gerade den wir dringend brauchen. Den haben wir jetzt so und dann brauchen wir ja noch am besten so ein Tier-3-Modul, ne? Das, was wir fast gekriegt hätten. Ne? So, und dann waren wir ja noch gar nicht im Level 3 Gebiet, sprich Level 3 Tunnel. Da waren wir ja noch nie nicht gewesen. Das müssen wir alles noch abgrasen, Leute. Das nutzt nichts. Aber ich kann mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen. Ich muss ja sammeln. Und wir müssen uns erstmal aufbauen. So, wir fahren wieder zurück. Ich glaube, wir haben die Transmission. Wir fahren mindestens ins Tier 2 Gebiet. Mindestens ins Tier 2. Da ist noch so eine Transmission. Ich denke mal, jetzt haben wir alles, was wir benötigen, raus. Jetzt haben wir alles, was wir benötigen, haben wir am Start. So. Müssen wir nur zurückfahren. So, jetzt sind wir schon mal wieder im Tier 2 Gebiet. Ich würde aber gerne noch ins Tier 1 Gebiet fahren. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass wir uns ein bisschen entspannen können. Die letzten Kämpfe, ich weiß noch, die waren schon haarig. Und ihr seht ja selber, wenn die uns hier Löcher in den Rumpf ballern und wir dann noch nicht mal mehr gegen anreparieren können, ist scheiße. Wir würden unser Schiff quasi zerlegen lassen, weil wir vielleicht nicht da sind. Und selber, also wir brauchen ja eine instrumentale Bewaffnung. Ohne diese Mortar-Geschichte, diesen Portable Mortar, den wir haben, da geht ja gar nichts mehr. Ja, da machen wir uns nicht vor. Und that's it. So, Deadly Pit. Gehen wir hier gleich hoch. Und dann ist gut.
So, Cinematic Camera. Also wir müssen uns ein bisschen pushen. Da kommt das Maschinchen. Mit dem Symbolballon auf der Seite. Ich finde das so nice. Echt geil. Zack. So. Dann kann das jetzt weiter produzieren. Fine Transmission haben wir. Check, check. Check, check, check. Dann ist ein Tier 2 Chip. Das juckt uns null. Das juckt uns null. So. Gut, Freunde. Wo ist denn hier unser Ein- und Ausgang? Ist ja schon gar nicht mehr da. So, haben wir das. Check. So, Make Intro Production Tier 3. Die machen wir, glaube ich, hier im Grünen. Und zwar... Intel Production und davon den Jena. Machen wir einfach. So. Genau. Perfekt. So. Haben wir das auch abgearbeitet? Sozusagen. So, der kann da ein Dreier hin, da ein Dreier hin, ja. Hier muss Bewaffnung hin, da muss Bewaffnung hin. Ja, ein Dreier passt ja hier hin. Dann kann da keine Bewaffnung hin. Und dem zu. Da auch nicht, aber dann muss, ja. Oder in der Mitte muss Bewaffnung hin, genau. In der Mitte muss Bewaffnung hin. Das bauen wir dann nochmal um. Dann bauen wir zweimal Bewaffnung ab und dann machen wir sechsmal Bewaffnung. Hier jeweils links und rechts, dann in der Mitte vom Chip jeweils links und rechts und am Ende vom Chip jeweils links und rechts. Und wir hoffen, dass es dann auch gut ist. Dann machen wir richtig schön Sniper. Und dann ist es gut. So, mal sehen, wie es denn aussieht. Ja. Hier sollte... Achso, nee, das Modul wird gleich eingesetzt. Klingelingeling, klingelingeling. So. Exit Quest. Oh, schon wieder. Fine Transmission. Produce Titanium Ingot. Produce Copper Gun. So, wir machen erstmal das, was wir können. Machen wir fertig. Oh, yeah. Es wird langsam geil. Sniper Turret Modul. Und Gatling. So, nichtsdestotrotz. Titanium Ingot. Titanium Ingot müsste eigentlich hier sein. Aber da ist der Titanium. Brauche ich aber Titan Refinery Modul. So. Also, Titanium, so Copper Gun Components. Nicht Bullet, sondern die da. Find Transmission. Find Refinery Modul Tier 3. So, kann ich das produzieren? Tool. So, guck mal hier. Da brauche ich Transmissions für. Und... Achso, Production Modul Tier 3 brauchen wir dafür. Brauchen wir also erst das.
Brauchen wir also eine Transmission nochmal. Und eine Transmission ist ja Tier 3. So, gut. Das heißt, wir fahren wieder hoch und suchen nochmal eine Transmission. Das ist so nice, Alter. I love it. Mit dem Symbol. Ich finde es so nice. Ich muss das immer wieder sagen, Leute. Auf euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, ja. Wir gehen hier kleine Schritte nach vorne. Also, es fühlt sich so an, als ob wir uns auch wappnen für den Krieg. Da machen wir uns auch nichts vor. Letztendlich ist es ja auch nichts anderes. Wir wappnen uns für den Krieg. Punkt aus, Ende Gelände. Und wir müssen vermutlich nochmal so ein dreibeiniges Viech zerstören. Aber wir haben ja richtig Action gehabt, ne? Und ich bin gespannt auf dieses olle goldene Schiff. Das wird heftig. So. Das wird richtig krass. Oh, Titanium Scrap Metal, davon haben wir doch so viel, das können wir doch verarbeiten. So, jetzt fangen wir mal so ein bisschen oben rum. Und schauen uns mal so ein bisschen im Tier 3 Gebiet die Nordhälfte an. Da ist hier ein Tier 3 Schiff. Schauen wir uns alles an. Nehmen wir hier 7 mal Kohle mit. Vielleicht finden wir hier brauchbaren Loot. Ansonsten müssen wir tatsächlich irgendwie so ein Tier 3 Schiff zerlegen. Blau, wer ist blau? Da sind, glaube ich, die Production-Leute, ne? Wir können auch einen tiefer noch rumfahren. Aber ich würde das schon echt gerne so finden, sage ich mal. Indem wir hier ein bisschen rumcruisen und den Loot einsammeln. Ja, das ist nicht das, was wir brauchen. Aber schon ein wichtiges Bauteil. Immerhin Tier 3. Immerhin Tier 3. So, und dann würde ich sagen, tauchen wir gleich noch einmal so ein bisschen ab. Oh, auch sehr wichtiges Bauteil. Oh, Furnace. Auch ultra wichtig. Ja, ist alles Zeug, brauchen wir richtig dringend. Da ist wieder dieses Ultraschiff. Wollen wir da mal einen Blick werfen? Komm, wir werfen mal einen Blick. Achso, hier haben wir schon mal einen Blick geworfen. Gatling ist mir vertraut. Wir gehen mal Level down. Ja, und dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Da ist eine Transmission. Seht ihr? Sowas hoffe ich natürlich immer. Nochmal T-Dry. Tier 4 Diamond Drill Parts. Ich werde nochmal. So, was gibt es? Tier 4 Diamond Drill Parts. Ist ja richtig geil. Ja, also das hat sich doch gelohnt, Leute. Das hat sich doch mal gelohnt. So, haben wir Tier 4 gefunden. Ist doch gut. Tier 4. Ja, ja. Ja, Tier 4. Ich
bin echt mehr als positiv begeistert. Erstmal diese ganzen Tier-3-Module alle haben, dass wir hier wirklich... Das ist aber wieder risky gewesen. Er war schon eine breite Magma-Klippe. So, dann ist aber gut, sage ich mal. Würde gerne wieder auftauchen so ein bisschen. Dann haben wir genug gelootet. Ja. Auch gut Diamanten gefarmt. Wofür wir sie auch immer später brauchen. Wir haben auf jeden Fall erstmal ein paar. Storage voll. Ihr ahnt es nicht. Da liegt da nochmal eine Furnace. Es ist so geil. I love it. So. Hol mit. Und dann sind wir schon wieder im Tier 2 Gebiet, dann können wir uns schon wieder ein bisschen super entspannen. Und wenn wir nach unten links fahren, dann sind wir wieder im Tier 1 Gebiet. Und dann entspannen wir uns noch ein bisschen mehr. Da können wir nämlich machen, was wir wollen und machen, wie wir es wollen. Wir haben nämlich alles da. So sieht das aus. Los, nur, komm. Das ist die Bridge. Da gleich hin im High Ground. Und ab, ab to the Burg. Ab auf dem High Ground. Und da kommen wir. Ja, sexy Drillship. Jawohl, ja. Peng. Jawohl. So, so, guckt mal hier, Produce Production Module Tier 3. Das schnappen wir uns gleich und dann haben wir das auch. Ja, also, wir haben ja gut Ressourcen gefahren. Ne? Ist ja nicht so, dass wir das nicht gemacht haben. So, der kann rüber, die kann rüber. Die meinetwegen auch, die können rüber. Nur hier noch Explosive to High Power. 15 HP, 1 Grad Spread Range 50 Meter. Naja, sicher. Gut. So, wo ist dieses tolle Modul? Zack, her damit. So. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. So. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. So. Zack. Und erstmal da. So, haben wir das. So, jetzt müssen wir noch das letzte Modul machen und zwar das tatsächlich. Das können wir einfach so machen und dann haben wir das auch erledigt und dann können wir das gerne reinpacken. Das gerne hoch. Die beiden da rein. Und die haben wir eigentlich auch aufgehoben, ne? Das ist so. Irgendwie haben wir die aufgehoben. Dann hebe ich die jetzt auch auf. Wegschmeißen können wir immer noch. So, haben wir das. Genau, jetzt ist es da. Dann können wir das jetzt auch beenden sozusagen, indem wir das haben bauen, das da einstellen.
Gut, great work. Everything you can find on this island can be smelt. Hi. Können also alle schmelzen, was es irgendwie auf irgendeine Art und Weise gibt. Auf der gesamten Insel. Wir sind jetzt ja, Titanium Ingot. Ja, wir sind die Helden. Wir schmelzen hier alles durch. Sehr schön. Ein Dauerschmelzen. Achso, was haben wir sonst hier? Gut, was machen wir noch? Wir brauchen jetzt die Tubes und Bullet Casing. Okay. Wenn wir bei Komponenten machen wir mal 10 und machen wir mal aus. 10. So. Ah, dauert alles seine Zeit, aber es nutzt ja nichts. Wir brauchen sie. So, Reduce Gatling Gun. Modul, nein, Tool, ne? Tool. Gatling. Sniper. Oh, nein! Gatling Tool. Ja. Den haben wir mit. Oh, Titanium Armor Kit. Das ist nice. Alles richtig nice. So. Und Modul können wir jetzt auch natürlich. Mortar, Gatling Turret und Sniper Turret. Heft 250, Core Point. Energy per Second minus 4. Also entweder Gatling oder was haben wir hier? Copper Gun. So, ja, ich weiß nicht, was geiler ist. Weiß aber nicht, wie viel Platz die fressen. Kann ich jetzt so gar nicht sagen, aber ich könnte ja. Ja, Sniper. Long Range. Ich würde ja gerne dafür so Copper Gun Component. So, Copper Gun Component. Haben wir. Check. Titan Bolts 2, Titan Plates. So, davon 5 und 10. Ja, ja. Ich mach das mal in Ruhe durch. Genau so. Und dann ist es schon schön. Ja. Hier können wir den noch darüber packen. Und dann könnte ich ja eigentlich meine neuen Waffen auch abholen. So, die Shotgun kann jetzt eigentlich, die hat jetzt eigentlich auch ausgegeben. So, und hier das Tier 1 Gelumpe, der kann weg, der kann weg und der kann weg. Und ich würde sagen, du kannst weg und du kannst weg. Tatsächlich. Die beiden Sachen kommen da jetzt rein und dann würde ich sagen, dass die da rüberkommen und ich jetzt mir ganz langsam, den muss ich unbedingt noch verarbeiten, ne? Also Sniper, Cam und Gatling. So. Die, so, was brauche ich jetzt? Jetzt habe ich, brauche ich ja den nicht mehr und den nicht mehr. Und auch den nicht mehr.
Der kommt darüber, die will ich eigentlich noch aufbrauchen. So, Granaten und jetzt brauchen wir Ammo. So, Ammo. So, hier brauchen wir noch drei Titan Tubes. Die machen wir jetzt noch fertig. So, und dann brauchen wir Explosive Sniper Ammo. Ach, dafür brauchen wir auch Diamond. So, Sniper Turret. Braucht 20 mal Sniper Ammo und einmal Titan Play. 5. So, die brauchen wieder Diamond. So, brauche Diamond. Diamond. Ja. Ich muss noch produzieren, Leute. Ich kann nicht alle gar nicht so schnell. Ship ist voll. Ja, das ist scheiße. Ja, wir packen zusammen und dann müssen wir uns über Storage noch Gedanken machen. Das ist jetzt ein reines, entspannendes Building Mode. Ja, aber was wollen wir weiter machen? Wir müssen ja mal den ganzen Bums hier auch mal programmieren und so weiterentwickeln. So. So. Jetzt müssen wir mal tappen. So, der kommt mal dahin. Der kommt mal irgendwie dahin. So. Sehr schön. Jawohl. Oh, ich liebe mein Schiff, ey. Man könnte hier noch so viel machen, ne? Ist wirklich so. Aber ihr seht ja selber, wie man das alles mal gemacht hat, dauert es immer einfach auch. Ne, man könnte so viel, ja, noch hier ein Display und da ein Display und hier ein Zwischenboden und da noch ein Schrank und ja, man könnte sich das richtig geil einrichten, aber ich bin da so eher der funktionelle Typ. Das sage ich euch so wie es ist. Ich bin da eher super funktionell. So, was fehlt hier? Achso, wir haben keinen Storage mehr. Module. Können wir hier, haben wir ein Storage Tier? Ja, haben wir. Könnten wir das noch ganz nach vorne schieben? Ich würde mir tatsächlich ein bisschen was rausnehmen. Ja, so. Steht da. Ich nehme mir das alles raus. Den ganzen wichtigen, nicht wichtigen Zeug. So, was brauchst du? 6 Titan Plates, 6 Tubes und eine Chest. So. So, und das Chest ist Device Chest. Braucht also eine Copper Plate. So stelle ich mir das vor. So, und dann machen wir ein schönes Storage Tier 3 Modul. Und dann bauen wir ein Tier 2 Modul ab oder ein Tier 1 Modul. Müssen wir mal gucken, wie wir das am dümmsten hinkriegen. Und immer Häppchen für Häppchen, Stück für Stück. Haben wir hier
Next Titan Plate und habe ich doch gemacht. Titan Plate und Titan Tube. Ah, hat er bestimmt für was anderes verpulvert. Rexor. Ah, ist egal. Sicherlich für meine Munition, ne? Da bin ich ja überzeugt von. So, da können wir aber auch Munition scrabben. So. Die könnten wir eigentlich auch scrabben. Könnten wir nicht? Ich weiß es nicht. Turret-Munition. Ja, für den Notfall, ne? Also ich bin da immer nicht so gut. Orochide jetzt. Immer noch 6 Titan Plate. Sag mal, hat der noch eine Eier am Wandern? Jetzt aber. Wirklich. So, dann packen wir hier T3 Storage und the Deckel. So, und dann würde ich sagen, ein Storage. T3, dann ein Kraftwerk und wieder ein Storage. So in etwa wäre jetzt mein Personal Plan. So, und zwar eine Power Plant und dann nochmal ein Storage. Six Titan Plates. So, das machen wir in Ruhe zu Ende. So, und dann machen wir die Weiß, packen wir eine Chest und die packen wir noch ganz vorne mit dabei. Zip, genau. So, die Chest und Titan Cube. So, perfekt. So, das haben wir. Das ist gut. So, jetzt packen wir hier. Ach so, habe ich das? Ne, habe ich ja nicht gegrabt. Überhaupt nicht gegrabt. Das muss ich. So. Genau. Und das Storage-Modul, das packen wir hier. Das packen wir nur wirklich hier rein. No material. Why? Titanium ingot. Blinge. So. Ah, scheint teuer zu sein, der Bums. Aber wir arbeiten. Müsst ihr eigentlich genug haben. Oh, minus 32. Nee, deswegen mal, wir machen es ja gerade genau richtig. Wir produzieren ja den ganzen Bums. Tauen ihn in der Decke. So, habe ich eigentlich die ollen Türme? Ja. Sniper Turret Modul. So. So. Schon nice, ne? Tier 2 Turm ist schon heftig. Ja, in der Hoffnung, man weiß nicht, wie schnell die schießen, ne? Das ist ja nun mal auch so. Oh, oh, oh. 146, Halleluja. Unser Sulfur ist niedrig, ne? Aber es ist ausreichend. Mehr als ausreichend. Hatten wir nicht eigentlich ein Storage und das Storage ist schon fertig. So, und dann müssen wir noch gucken, was wir mit dem Tier 4
So, jetzt müssen wir gucken, wie das klar geht. Geht steil nach unten. Jetzt geht es aber nicht mehr so steil nach unten. Den rüber. Wohl die Powerplant. So, jetzt bauen wir erstmal. Ohohoho. North and not Core Slots available. So. Scheiße. Jawohl, so, das haben wir erstmal erledigt. Gehen wir hier hoch und packen wieder noch rein und hauen uns hier uns noch eine Chest hin. Das ist ja nun kein Hexenwerk, sich hier so eine Chest bauen zu müssen. So, zack. Hier steht die ganze Ecke, ne, steht nicht ganz in der Ecke, ne? So, Patch, Patch. Meinetwegen auch noch das Patch. Naja, jawohl. So, haben wir das. Jetzt haben wir den nächsten. Die Upgrades müssen gefahren. Wir brauchen irgendwie. Wo haben wir die Upgrades versteckt? Upgrade, wir brauchen den. Wir brauchen aber erstmal einen Drill Ship Core und zwar den. So. Dreimal Inter Refinery T3. Wir brauchen dreimal Refinery T3 und Research T3. So. Da gucken wir jetzt nach. Refinery T3 sind ja die hier. Aber davon haben wir ja da. Und Research. Haben wir ja auch die da. So, Production Tech, die hätten wir jetzt nicht da. So, jetzt müsste das doch eigentlich, genau, einer ist schon ready. So. Ja, davon habe ich nämlich einen ganzen Sack voll, glaube ich. Von den Füchsen. Den mal zu Ende. Genau, und dann machst du den. Dann kann er hier nämlich schon anfangen. Mit dem neuen Drillship Core. Dann kann ich nämlich den bauen. Three Diamond Drill Path. Ich habe aber nur einen. Den Alloy T3. Achso, jetzt baut er den aber. Sehr geil. Sehr hübsch, sehr wunderprima. So, dann haben wir das schon mal fertig. Und jetzt müssen wir hier hinten noch, genau, die gegen Sniper oder und oder Gatling. So. Module. Ich würde jetzt hier noch mal zwei Sniper-Module. Ne, ich würde erstmal gucken, ob ich das nicht schon gemacht habe. Die will ich noch wie. So, die muss ich noch scrappen. So, wo grabbe ich die jetzt? Ja, sind hier die zwei Dinger. Black Powder, Diamond sind die drei, müssten ja Copper. Da sind die. Crystal Diamond Sulfur. Genau, ein so ein und ein so ein. Damit sind die auch recycelt, würde ich mal so sehen.
So. Ach so, diesen Core-Gedöns habe ich jetzt so drin, ja. Den Drillship Core als Upgrade. Genau, jetzt sind die erstmal alle Tier 3. Check. Jetzt müssen wir denn langsam an T4 arbeiten. So, das wäre nämlich Diamond Drill. Da brauchen wir aber noch drei von denen, den wir da unten schon gefunden haben. Und T3 Alloy. Einmal Advanced Track Parts. Und einmal Hull Parts. Aber dass wir drei Drill Parts brauchen, naja gut, die werden wir da unten trotzdem finden. Ja, definitiv. Davon gehe ich aus. Einen haben wir ja schon. So, und dann diese T3 Alloy Geschichte. Die können wir ja fertig machen. Tam, Tam, Tam. So, jetzt habe ich davon 30 auf Lager. Also ist davon auszugehen, dass das passt. So, und wir brauchen noch Sniper Turret Modul, zwei Stück. Copper Gun Components und Titanium Bolt. Tick, tick. Und Titanium Bolts. Und hier würde ich jetzt ja nochmal 20 Titanium noch machen. Wir haben es ja, wir haben ja noch 79, ist ja alles gut. So, Click on Production. So, check. Click the Menu Button to Hub Production, Select Component Tab. Habe ich. So, und dann machen wir die Quest zu Gatling nochmal zu Ende. Ich müsste ja eigentlich die Quest, wenn wir also ready haben. Jo, das war ja wirklich nur bauen, bauen, bauen im Quadrat. So, der Chasing. Produce Gatling M. Gatling M. SMG Ammo Explosive. Da oben. Gatling Turret. Nee, die brauche ich ja. Bam. So, das ist die Gatling Ammo, die ich bei haben muss. Und dann habe ich noch die Sniper Explosive. So, die brauche ich erstmal. Und dann die Sniper Explosive Ammo. Die brauche ich. So, davon habe ich ein paar 500 dabei. Wo ist die andere Munition? Ammo. Sniper Turret Ammo? Nein. Pistol Turret Ammo? Nein. Nein. Da müssen wir noch mal Ammo machen. Und zwar wollte ich ja Explosive Sniper Ammo Component. So. So, und dann kann ich ja die Pistol Ammo, die kann ich ja komplett Black Powder. Genau, weg damit. Sniper Turret Ammo, nein. Das nein, das nein. Das nein und die sowieso nicht. Habe ich noch Granaten da drin?
Gut. Dann gehe ich jetzt die noch aber einbauen. Genau, hier vorne hatte ich schon, die kommen ja hinten ran. So, und dann baue ich da aber noch Gatlings ein. So, die und die. Und dann kommt hier so und so. So. So stelle ich mir das ungefähr vor. Eine sehr gute Bewaffnung. I hope so. So, wir haben jetzt das nicht mehr. Wir haben Mortar. Genau. Wir haben SMG-Turret. Und wir haben... Nee, Gatling-Turret haben wir nicht. Sniper-Turret haben wir. Sniper-Turret, Mortar und SMG. Das sind die... Hier darf niemals 0 stehen. 0 nicht, niemals nicht. So, Captain und mein Captain. Oh! Und da habe ich mir fast gedacht. Attack and Destroy COG Flagship. Advanced. Das war mir so klar, dass wir das jetzt machen sollen. Reduced Transmission. Produced Transmission. The Component tab. The Production T Drive, one diamond. And a transmission. Oh. Hier drei Geothermal. So, Select Module Tab, Produce Advanced Module Tab. Genau. Sehr schön. Hier drei Geothermal Generator. So, den Storage, den können wir eigentlich hier mit reinpacken. Genau. Perfekt. Was wir auch noch machen ist Titan Plates Component. Sehr geil. So. Kann das sein? Ich glaube das. Genau. So. Huge. Hier, Titan Bolts. So, und dann müsste ich eigentlich... Ich packe die mal zu, als Staatsreserve hier noch mit rein. Aber ich will die dicken schon haben. Wenn ich das Flaggschiff angreifen soll, na dann habe ich ja, dann ist es ja, wie es ist. Wenn ich das platt kriege, das wäre ein Knaller. Und so tatsächlich. Nochmal 20 bitte. Genau. Und dann haben wir sowieso in 3 Minuten The Eruption. Und dann gehen wir mal ins C3. In der nächsten Folge wird es auf jeden Fall werden. Wir gucken uns das nur an. Ich habe bei weitem, oder wir gehen gleich und machen Granaten im Quadrat. Denn ich brauche den Tube. Ich kotze in die Kiste. Aber ist ja egal. Zack. So, wir können jetzt unseren... Oh, genau. Da hin bitte.
Perfekt. So, wir haben Panzerung ohne Ende. Wir haben alles Mögliche drauf. So, wir bräuchten eigentlich noch ein paar High Explosive Mortar Grenade. Oder Mortar Grenade. Davon noch 10 oder 20 Stück. Ah, 20 Black Powder. Oder doch 30 oder 40? Oh, ich kann diese Mordergranaten einfach nicht genug haben. Also Leute, wirklich nicht. Oder 40. Es ist immerhin nur ein Schiff, Leute. Ein einziges fucking Schiff. Ein einziges. Aber es ist halt das Flaggschiff. Es ist halt wirklich schwerst bewaffnet. Und nichts ist schlimmer, als wenn mir die Munition ausgeht. Aber es ist genauso schlimm, wenn ich nichts mitnehmen kann. Das heißt, wenn ich alles voller Munition habe und ich kann aber nichts mitnehmen, ist es halt auch scheiße. So, wir können es ja schon mal suchen. Ne? Also Leute, ich fahre jetzt hin, suche mir in der Gegend ein ruhiges Plätzchen und dann schauen wir mal in der nächsten Folge. Damit denke ich mal, wir sind gut gewappnet, unser Schiff ist jetzt krass oder krasser als vorher. Ich gehe mal davon aus, dass wir in der Lage sind, ein bisschen was an Schaden anzurichten, eventuell mit der Blödheit von der KI tatsächlich in der Lage sind, vielleicht die außer Gefecht zu setzen. Das werden wir in der nächsten Folge alles sehen. Dann geht's, denke ich mal, ans Eingemachte. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüssi!